Nach dem 4:0 am Mittwoch in Pasching setzt sich das Team von Valerien Ismael auch in Graz-Liebenau durch, weiß diesmal aber nicht unbedingt zu überzeugen. Bei Sturm Bekim Balay nach längerer Zeit wieder von Beginn an und erscheint ein wenig übermotiviert zu sein. Hier böser Einstieg gegen Reinhold Ranftl nach 100 Sekunden, zu Recht die gelbe Karte aus den Händen von Schiedsrichter Julian Weinberger. Balay tritt dann aber auch auf spielerische Art und Weise in Erscheinung. Kirill Despodov, 6 Minuten sind gespielt und das Timing beim Kopfball von Balay passt noch nicht ganz. Gute Flanke von Despodov. Es sollte die beste Aktion von Sturm Graz im gesamten Spiel bleiben. Etwas mehr als eine halbe Minute ist gespielt. Wieder kommt zum Duell zwischen Balay und Reinhold Ranftl. Und diesmal fährt der Albaner im Kopfballduell den Ellbogen aus. Julian Weinberger bleibt gar nichts anderes übrig, als den Stürmer vom Platz zu schicken. Sturm nach 31 Minuten mit einem Spieler weniger. Auch hier sieht man, die Entscheidung geht absolut in Ordnung. Die Nachspielzeit der ersten Hälfte. Hussein Balic wieder einmal schneller als sein Gegenspieler Lukas Jäger. Und der Vorarlberger im Sturmdress fault Hussein Balic innerhalb der Strafraumgrenze. Julian Weinberger liegt auch hier richtig, alles korrekt gesehen. Klares Foulspiel von Lukas Jäger. Zum Elfmeter tritt Marco Raguz an und bezwingt Jörg Siebenhandel zum 1:0 für die Linzer. In der zweiten Minute der Nachspielzeit geht das Team von Valerien Ismail hier in der Merkur Arena also in Führung. Es ist das 6. Saisontor von Raguz. Das Ganze vor den Augen von Gernot Trauner, der wegen Muskelbeschwerden passen muss. An seiner Stelle ist Stefan Haudum der Abwehrchef und bekommt von Valerien Ismail in der Pause noch ein paar Tipps hinterher. Dann passiert lange Zeit gar nichts. Die Mannschaft in numerischer Unterlegenheit findet die erste Tormöglichkeit in der zweiten Hälfte vor. Ivan Lubic mit diesem Kopfball nach der Hereingabe von Otar Kitaishvili. Der LASK ein wenig sorglos in dieser Phase. 59. Spielminute war das Ganze. Dann Isaac Donkor, auch schon mit Gelb vorbelastet, mit dem Foulspiel an Dominik Frieser. Und der zweite Ausschluss gegen einen Sturmspieler in dieser Partie. Nur die beiden, Balay und Donkor, hatten Gelb, sonst kein Sturmspieler. Und Donkor fährt hier ganz klar den Arm aus, hatte die erste Gelbe wegen Schiedsrichterkritik gesehen. Dann Sturm im Vorwärtsgang. Der LASK, wie gesagt, jetzt mit 2 Spielern mehr auf dem Feld. Frieser auf Reinhold Ranftl. Siebenhandel und Aluminium verhindern die Entscheidung in diesem Spiel. 75 Minuten gespielt, steirische Koproduktion in der Steiermark, Frieser auf Ranftl, Siebenhandel wehrt an die Stange. Beim LASK Samuel Tete neu im Spiel, Zusammenspiel mit Peter Michor, wunderschöne Kombination der beiden und dann ist es geschehen. 83. Minute, Samuel Tete entscheidet die Partie zugunsten der Linzer. Sehr schön zu beobachten, dieses Zusammenspiel von Peter Michor mit Samuel Tete. So nützt man eine numerische Überlegenheit aus. Der LASK schlägt Sturm binnen 4 Tagen zum 2. Mal erneut 0:0 und konnte dabei sogar einige Kräfte sparen.